Wenn es eine Sache gibt, die ich liebe, dann aus meiner Komfortzone rauszugehen. Zufälligerweise habe ich letztens eine Reise mit einem YouTuber gewonnen, den ich nicht mal kenne. Die Reise ging nach Peru. Ein Land voll mit antiker Geschichte, atemberaubender Landschaften, aber auch Gebiete, die kaum bis gar nicht erforscht sind und die man als Tourist auf jeden Fall meiden sollte. Wir waren also in Lima in der Hauptstadt angekommen und waren erstmal total schockiert von der Armut und dem einfachen Lebensstil, den die Leute dort führen. Uns war das beide dort aber nicht genug. Wir wollten definitiv mehr. Also ging es in ein Gebiet voll mit unbekannten einheimischen Stämmen, den gefährlichsten Tieren der Erde, Krankheiten, die nur mit einem kleinen Mückenstich verbreitet werden, aber trotzdem zum Tod führen können, und Orten, an denen der Mensch die überhaupt intensivste Erfahrung möglich erleben kann. Generell sollte man auf keinen Fall unvorbereitet in sowas stürzen. Es ging erstmal los mit Impfungen über Hepatitis, Tetanus, Tollwut, alles Krankheiten, die es in den tropischen und vor allem ärmeren Regionen der Erde noch gibt und die man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollte. Tollwut zum Beispiel kann allein schon mit einem Kratzer von einem Affen verbreitet werden und führt innerhalb von 7 Tagen unbehandelt schon zum Tod. Ich musste also allein zur Vorbereitung für Medikamente und Impfungen schon mehrere 100 Euro ausgeben. Also ging es aufgerüstet mit extra langen Klamotten gegen die Mückenstiche in Richtung des größten tropischen Regenwaldes der Erde. Wir waren uns das vorher gar nicht bewusst, aber Peru ist ein riesengroßes Land und man unterschätzt die Entfernung einfach extrem, vor allem weil wir einfach in Europa gewöhnt sind, mit dem Flixbus mal eben schnell zur nächsten Hauptstadt ins Nachbarland zu fahren. Als wir in Peru den Flieger nach Iquitos genommen haben, war es, als wären wir auf einem anderen Kontinent gelandet. Iquitos ist eine Stadt inmitten riesiger Flächen von Urwald, die direkt am Amazonas liegt. Während wir in Lima tagsüber Maximaltemperaturen von 18 Grad hatten, sind wir bei ganzen 36 Grad ausgestiegen. Wir sind hier gerade rausgelaufen, es ist einfach so ultra heiß und schwül, ist unfassbar. Vor allem müssen wir einfach vom Flugzeug aus hier hinlaufen, wo es reingeht, erstmal so 500 Meter. Da hinten ist das Flugzeug. Wir haben kein Geld für Busse oder so. Nee. Man hat direkt bemerkt, alles ist chaotischer und wir sind wirklich mitten in der Pampa gelandet. Hier die Gepäckabgabe ist auch richtig. Was ist da drauf? Richtig weird draußen. Hä? Ist das ein Witz? Das war aber erst der Anfang, weil auf uns noch viel mehr Sachen gewartet haben. Für unsere Villa. Unser erstes Ziel war unser Airbnb, also haben wir direkt ein Taxi genommen und man hat bemerkt, es ist ein ganz anderer Vibe als in Lima. Auf den Straßen war alles komplett voll mit Tuk-Tuks. Das ist deren Version eines normalen Taxis. Weil die meisten Menschen wegen fehlender Arbeitsmöglichkeiten keine andere Wahl haben, ist das ihre einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, da man dafür nur ein Motorrad und das passende Gestell braucht, um die Leute mitzunehmen. Im Airbnb begrüßte uns erstmal Doris, die Hausbesitzerin, mit einer frisch geernteten Kokosnuss aus dem Garten. Übel geil. Wachsen einfach da hinten an dem Baum. Ja. Hammer. Das als Begrüßungsgeschenk für unsere Villa. Das Grundstück war der Wahnsinn. Es gab Katzen, Schildkröten. Das ist Perlita, unsere neue Hausschildkröte. Mas Familie. Uno así. Eine so große gibt's auch noch. Wir hatten Hängematten und sogar die Möglichkeit, Sport zu machen, auch wenn es dafür viel zu heiß war. Nachdem wir unser Gepäck abgeladen haben, sind wir also direkt zur Stadt gegangen. Thumbnail. Und oh mein Gott, das war so ein Kulturschock. Das Leben in Iquitos war noch einfacher als in Lima. Jeder verkauft überall auf den Straßen selbstgemachtes Essen und Snacks in so kleinen Ständen. Oh mein Gott. Wir haben hier einmal ein Menü gekauft. Einmal einen vollen Teller mit Fleisch, Reis und Patagonis. Und dazu eine Suppe für nur 1,80 zusammen und Getränk. Getränk ist auch noch dabei. Das Restaurant hier sieht super modern aus. Da hinten ist einfach ein Gefängniszimmer. Unsere Stühle bestehen aus Hockern. Hier im Restaurant sind noch die ganze Zeit Hunde drin, die wollen Essen schnorren. Waren wurden einfach komplett unsicher und unprofessionell zusammengebunden, aufgestapelt und dann transportiert. Es war wie eine andere Welt. Wir sind jetzt hier in Iquitos angekommen, am Dschungel. Ich habe mir hier eine Kokosnuss gekauft. Es ist einfach ein richtiger Radau hier. Es ist extrem laut, die Straße. Überall fahren die mit ihren Motorrädern, vielleicht hört man es. Mega viele Menschen. Ne? Auch ganz viele Soldaten sind hier unterwegs. Überall sind riesige Schlangen vor den Läden. Die Menschen wollen hier irgendwas kaufen. Ich glaube, es rennt gleich immer vorbei und greift sich einfach die Kamera von Jan. Ist echt so.
Iquitos war aber nicht unser Endziel. Wir waren zwar komplett vollgepackt mit neuen Eindrücken und total im Kulturschock, aber uns war das immer noch nicht genug. Es ging für uns also einmal komplett raus aus der Zivilisation und rein ins Abenteuer, einmal in den Dschungel. Wir stiegen also in den Bus ein, der uns 2 Stunden nochmal viel tiefer in den tropischen Regenwald gefahren hat. Auf der Fahrt hat man super selten andere Autos gesehen. Wir haben hier einen Busstopp gemacht, wir sind mitten im Nichts, es ist komplett heiß, das Klima ballert extrem. Mal sehen, wo sie uns hinführen. Wir sind also ausgestiegen, wo uns schon eine Gruppe an Peruaner erwartet hat und direkt das Gepäck für uns zum Amazonas runtergetragen hat. Will hat hier wohl ein All-Inclusive-Paket rausgesucht. Aber jetzt gab es keine Straßen mehr, sondern nur noch Schotterweg und Dschungel. Für uns gab es also keine einzige Möglichkeit, als mit dem Boot weiterzufahren. Wir sind jetzt hier mit dem Bus angekommen und werden jetzt mit dem Boot erstmal in den Dschungel reinfahren. Das Boot sieht schon echt richtig heruntergekommen aus. Peruaner haben einfach unser ganzes Gepäck runtergetragen auf ein anderes Boot. Wir müssen hier nichts machen. Wir bekommen jetzt nochmal Obst serviert. Jetzt geht's los. Es gab einfach nichts mehr. Nur noch die Natur und der Amazonas. Wir sind jetzt auf dem Weg über den Amazonas hin zu der Unterkunft mitten im Dschungel. Es ist viel zu wild hier, ich komme gar nicht drauf klar. Auch die Tatsache, dass unter uns einfach Alligatoren, Anacondas, Piranhas und sogar Delfine sein können, es war einfach so unfassbar. Es ist einfach viel zu krass, wirklich. Ich kann es selbst nicht glauben. Ich habe mich mit einem Peruaner aus dem Boot unterhalten und er hat mir erzählt, dass sie bewaffnet sind, weil es damals schon Vorkommnisse gab, dass Piratenschiffe hier auf den Amazonas gefahren sind und die dann eben so Touri-Boote wie wir, die gerade gefahren sind, einfach ausgeraubt haben und deswegen haben die zum Schutz bewaffnete Menschen an Bord gehabt. Also wirklich ultra heftig. Außerdem, dass es hier auch andere Völkergruppen gibt, die teilweise natürlich keine Elektrizität haben, keine Handys benutzen. Und außerdem hat er noch erzählt, dass es eine Regel auf den Amazonas gibt und zwar sei niemals mit dem Rücken zum Amazonas. Sei immer wachsam, weil es jederzeit sein kann, dass eine Anaconda oder ein Krokodil dich einfach fressen kann. Also, es ist wirklich viel zu krank. Ich habe mich dann auch nochmal mit unserer Reiseführerin unterhalten und sie hat mir erzählt, dass sie vor 8 Jahren tatsächlich bei einem echten Überfall dabei war, wo alle Passagiere einmal auf den Boden gehen mussten. Aber glücklicherweise ist nichts passiert, weil sobald die anderen merken, dass das Boot auch bewaffnet ist, verziehen die sich meistens. Sie versicherte mir aber, dass der Amazonas sicherer geworden ist, weil die mittlerweile wissen, welche Boote bewaffnet sind und welche nicht und sich damit dann nicht mit denen anlegen. Wir sind jetzt vom Boot angekommen. Der Weg hier ist einfach 2 Stück Holzbretter. Ist richtig gruselig, als würde es jeden Moment runterfallen. Jetzt gehen wir hier noch einmal die 2 Holzbretter entlang bis zum Retreat durch. Dort sind dann anscheinend auch wieder bewaffnete Männer, weil es sein kann, dass andere Völkergruppen theoretisch diese Touri-Retreats ausrauben können. Deswegen wird da den ganzen Tag und die ganze Nacht durch alles immer bewacht. Also wir sind hier auf der sicheren Seite, aber man merkt wirklich, dass wir hier in einem Gebiet sind, wo es einfach noch wirklich sehr runtergekommen ist. Zivilisation ist noch nicht da. Es ist einfach keine Sicherheit geboten und deswegen müssen Menschen mit Waffen uns verteidigen. Das Retreat war unsere Unterkunft mitten im Dschungel. Wir wurden da erstmal empfangen, als wären wir Könige aus einem anderen Land. Also keine Ahnung, was Will da schon wieder rausgesucht hat, aber es war schon echt unangenehm. Wir werden hier direkt empfangen mit Musik. Hier sind schon kleine peruanische Mädchen, die einfach für uns tanzen und Live-Musik machen. Unfassbar. Jeder Einzelne hat kühle Tücher bekommen, die wir uns auf den Nacken legen konnten zum Abkühlen, ein frisches Glas Zitronenwasser und wir wurden alle mit so einem herzlichen Lächeln begrüßt. Also es war schon echt crazy. Die Location war der Wahnsinn. Alles war aus Holz gebaut auf riesigen Holzstegen. Wir hatten sogar einen Pool, einen Fitnessraum, Meditations- und Entspannungsräume. Also hier hat es wirklich an nichts gefehlt und man konnte jeden Tag was Neues dort entdecken. Vor allem der Papagei und die Katzen waren richtig cool. Oh, die kleine Wurst. It might look very sweet, but if you try to approach her, she gonna bite you. Gerade eben hat er mich noch angegriffen und jetzt geiert er total auf meine Orange. Oh Gott. Wie geil. Es geht weiter, die Freundschaft wird aufgebaut. Ich esse mit ihm zusammen, es baut die Freundschaft auf. Hat er deinen Ernst? Ich
Ich glaube, ich will nicht mehr befreundet sein mit ihm. Im Außenbereich war direkt ein Garten, wo alles Mögliche angebaut wurde. Für uns wurde jeden Tag gekocht und es gab nur lokales Essen, direkt aus dem Amazonas. Ich habe mich definitiv noch nie so gesund ernährt. Es gab jeden Tag was anderes zu essen, sogar mit vegetarischen und veganen Alternativen. Es war einfach ein absoluter Luxus. Wir wurden jedes Mal aufs Neue mit anderen Eindrücken bombardiert. Man hatte gar keine Zeit, alles zu verarbeiten. Unsere Zimmer hatten riesige Doppelbetten. Man hört auch die ganze Zeit die Zikaden und die ganzen kleinen Tiere. Man merkt wirklich, wir sind in einem Retreat, das mitten im Dschungel drin ist. Und wir hatten auch nicht mal Wände. Das heißt, das Einzige, was uns von der Natur getrennt hat, waren hauchdünne Moskitonetze. Nachdem wir die Location angeschaut haben, ging es nach der ersten Mahlzeit auch schon direkt auf die erste Expedition in den Dschungel. Ausgerüstet mit freshen Rainboots ging unsere Reise dann auch los. Also wieder aufs Boot und noch tiefer in die Tropen rein. Die Sonne war wirklich ultra heiß und wir hatten nicht mal an Sonnencreme gedacht. Ich habe keine Sonnencreme mitgenommen. Scheiße, habe ich auch vergessen. Wir werden so sterben. Hier kommt unser Jungle Guide ins Spiel. Falk. Sein Name hat ihn irgendwie nochmal cooler gemacht. Er war stark, humorvoll. Wir waren einfach Bros. Falk holt die ganze Zeit Ausschau nach exotischen Tieren. Wies uns auf Affen an dem Baumkronen hin, einschüchternde schwarze Adler, die nur darauf warten, die ersten leichtsinnigen Touristen aufzufressen, die den Amazonas den Rücken zuweisen. Nach einer Weile hat man sogar die ersten Einheimischen gesehen. Die kamen uns dann auch in Booten entgegen. Falk erzählte uns, dass die meisten hier Piranhas fischen, da die super lecker sind. Die Nebenflüsse des Amazonas scheinen hier sicherer zu sein. Die Einheimischen trinken hier sogar das Wasser und man hat auch Kinder einfach baden. Sehen. Also ich hätte mich auf keinen Fall getraut, da schwimmen zu gehen. Wir befinden uns hier mitten im Dschungel Südamerikas. Wir müssen hier leise sein, weil hier gibt es ganz viele Tiere. Er hat auch gemeint, wir können hier Schlangen und Skorpione sehen. Könnte mein letztes Video sein. Tschüss Mama und Papa. Nach einem kleinen Fußmarsch kamen dann auch schon die ersten Affen im Baum runtergeklettert, die sofort wussten, wann die Touris kommen und uns quasi das Obst aus der Hand gerissen haben. Wie die gegessen haben, sah einfach so süß aus. Wir befinden uns hier an einem riesigen Baum namens Orel. Da hängen einfach echte Lianen runter. Wir haben hier die übelsten Wurzeln. Das ist so krank. Und jetzt machen wir natürlich den typischen Tarzan hier. Als nächstes hat uns Falko ein paar Stämme von einem Baum abgehackt, um zu zeigen, wie viel Wasser die Bäume speichern. Das Wasser war wirklich mega lecker. Es hatte eine süßliche Note und war so erfrischend im Dschungel, weil das Klima war da einfach so extrem heiß. Ich hätte safe nicht mehr als 3 Stunden ohne Wasser ausgehalten. Falko hat uns dann erstmal über die Pflanzen aufgeklärt und erzählt, dass man im Amazonas keine Apotheke braucht. Egal welche Krankheit man hat, der Amazonas hat immer ein Gegenmittel dafür. Also träufelte er mir erstmal eine blutrote Flüssigkeit in die Hand, die so abscheulich geschmeckt hat. Das ist eine südamerikanische Medizin. Es wird aus der Rinde des Baumes hier gewonnen. Schmeckt schon sehr komisch. Der ganze Mundraum fühlt sich total rau an jetzt. Jetzt hätte ich Säure getrunken. Sehr interessant. Das wird als Medizin auf Mückenstichen benutzt, dass diese dann nicht mehr entzündet sind und angeschwellt sind. Nach den krassen Erlebnissen im Dschungel ging es erstmal wieder zurück zur Unterkunft, wo wir wieder köstliches Essen serviert bekommen haben und uns dann auch endlich ausruhen konnten. Es ist einfach so surreal, man hat die ganze Nacht extrem die ganzen Dschungelgeräusche gehört. Man hört einfach so viele verschiedene Vögel, Zikaden. Es ist richtig schön entspannt. Aber leider ist einfach neben uns irgendein anderes riesiges Haus, das auch den ganzen Abend einfach laut Musik gespielt hat. Das war tatsächlich das Dorf direkt neben uns, dem wir dann auch direkt einen Besuch abgestattet haben. Heute statten wir einen echten peruanischen Dschungel-Village einen Besuch ab. Und es ist super interessant zu sehen, wie ärmlich die Menschen hier wohnen. Man merkt, sie sind konstant dabei, die Häuser aufzubauen. Das Leben ist hier richtig einfach. Gefühlt hat hier niemand was zu tun.
Man sieht, wie in jedem Haus die vielen Bänken in der Hängematte chillen und einfach nichts zu tun haben. Zur Regenzeit ist hier alles komplett mit Wasser durchgeflutet. Dann kann man hier nur noch mit Booten durchfahren. Das sieht man auch richtig gut an den Stelzen. Da sind gewisse Markierungen, an denen man sieht, wie hoch das Wasser letztes Jahr hochging. Die Einheimischen wussten auch direkt Bescheid, wann die Touristen kommen und haben ihre Verkaufsstraße eröffnet. Wir haben hier einen riesigen Markt, wo die ganzen Einheimischen lauter Schmuckstücke verkaufen und selbstgemachte Figuren. Sieht echt super cool aus. Die waren richtig glücklich, ihre Basteleien verkaufen zu können. Und alles war aus Materialien aus dem Dschungel gemacht. Jede kleine Figur war handgemacht und ich wette, die saßen teilweise tagelang daran und trotzdem wurden die nur für wenige Euro verkauft. Yo. Fue morder? No muerto. No muerto? Llévala a 200 soles, llévala. A 200 soles. Tanto para chiquitillo. Ese va a crecer. Pero no lo pude llevar al avión. Poco cervecita. Ay, duerme. Pobre. Die Kinder waren auch richtig cute. Aber ich konnte mich leider gar nicht mit denen unterhalten. Die haben einfach eine komplett andere Sprache gesprochen. Sind so cute. Oh mein Gott. También quieres volar? Ich dachte vorher, dass in ganz Südamerika nur Spanisch gesprochen wird und wenn in Brasilien Portugiesisch. Aber allein im Amazonas gibt es 350 indigene Sprachen, die alle von anderen Völkergruppen gesprochen werden. Das ist einfach der Wahnsinn. Da die Menschen dort so nah an uns wohnen, haben sie die Möglichkeit, für unsere Unterkunft zu arbeiten. Also zum Beispiel als Köche, Hilfs- oder Putzkräfte. Und sie sind auch konstant dabei, neue Häuser zu bauen. Als mir das klar wurde, habe ich mir Sorgen gemacht, dass der Tourismus deren Kultur zerstört und die quasi nur ausgenutzt werden, damit irgendwelche reichen Europäer oder Amerikaner dort ihren Spaß haben. Also haben wir erstmal den einheimischen Besuch abgestattet, um zu fragen, ob ich mit meiner Vermutung überhaupt recht habe. Buenos días. Sí, puedo entrar. Ay, mira el gatito. Wir wurden direkt super gastfreundlich von ihnen empfangen. Sie haben uns Stühle gegeben. Man hat bemerkt, wie glücklich sie waren, dass wir sie besucht haben. Tatsächlich haben sie mir erzählt, dass die Menschen dort unglaublich dankbar sind, dass es die Firmen in den Amazonas geschafft haben, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen und ihren Lebensstandard anzuheben. Für die heißt das nicht, sich teure Autos zu holen oder Urlaub auf Mallorca zu machen, sondern ihren Kindern die Möglichkeit zu bieten, in der Stadt studieren zu können oder auch sich ein Boot zu holen, um während der Regenzeit nicht im Haus gefangen zu sein. Hier geht es also nur um die einfachsten Dinge, welche für uns schon total selbstverständlich sind. Aber trotzdem lieben die Leute ihr Leben dort und man merkt, dass sie gar nicht mehr brauchen und bereits glücklich sind mit dem, was sie haben. Sowas zu sehen hat mich erinnert, wie unnötig es ist, nach materiellen Wert zu gehen und immer mehr zu wollen und dass es wirklich reicht, die einfachsten Dinge zu besitzen und vor allem einfach nur von den richtigen Menschen umgeben zu sein. Der Amazonas war schon wirklich der Hammer. Hier kam ich definitiv an meine Grenzen, aber es ist noch nicht vorbei. Peru hat noch einiges zu bieten und auf uns warten auch noch ein paar richtig heftige Sachen. Ich werde jetzt einen Küken fangen und mich gegen diese Mutter hier anlegen. Okay, ich gebe auf. La mamá es muy agresiva.